Das Projekt Data Health Burbach ist ein Pionierprojekt, das zum Ziel hat, in der Fläche für Entlastung der gesundheitlichen Akteurinnen und Akteure für die nächsten Jahre zu sorgen. Dies tun wir über Vitaldatenaufnahmen mit Hausarzt, Patientinnen und Patienten einerseits und mit zu Pflegenden aus einem Pflegeheim andererseits. Die Ergebnisse, die wir hier gewärtigen über die Vitaldatenaufnahme, fließen ein in ein Monitoring, das durch die behandelnden Hausärzte ausgewertet wird. Wir versprechen uns davon eine wirkungsvolle Unterstützung der Engpässe, die wir zu erwarten haben durch die demografische Entwicklung in der Zukunft einerseits sowie durch den Rückgang der Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen andererseits. Die Entlastung der Protagonisten ist die wissenschaftlich-technische Herausforderung dieses Projekts. Wir haben dafür ein System entwickelt, das garantiert, dass die aufgenommenen Vitaldaten vom Aufnahmegerät über ein Smartphone in die Cloud und auf die Systeme der auswertenden Personen, zum Beispiel der Hausärzte, transportiert werden, ohne dass irgendjemand aktiv eingreifen muss. Das heißt, das Personal nimmt die Vitaldaten auf wie gewohnt. Den Rest machen die Daten selbsttätig. Es geht auch darum, zu schauen, wie die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für ein solches Projekt ist und für die Erhebung solcher Daten auf digitale Art und Weise. Die gesundheitliche Versorgung unserer Einrichtung ist in den letzten 10 Jahren insofern anders geworden, als dass wir den Ärztemangel hier in der Fläche auf dem Land besonders spüren. Das heißt aber nicht, dass die Ärzte sich nicht gleichermaßen bemühen und in der Akutsituation auch zu uns kommen. Wir merken aber, dass wir etwas ändern müssen. Wir können sonst dem Ärztemangel nicht begegnen. Wir als Einrichtung haben keine Handhabung, außer auf die Digitalisierung zu setzen, auf neue Techniken, um den Ärztemangel damit möglichst zu kompensieren. Ich freue mich sehr, dass das Auswahlgremium einstimmig für dieses Projekt gestimmt hat und dass es sofort einen großen Rückhalt gefunden hat. Das lag aber auch daran, dass das Projekt gut erklärt war, dass es gut vorbereitet war. Und die Vertreter aus aller gesellschaftlichen Gruppen, die ja in diesem Vorstand, in dem LIDA-Vorstand vertreten sind, aus allen 3 Kommunen, Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf, den Eindruck hatten, das ist wichtig, das ist gut, so etwas kommunal und auch landesseitig zu fördern. Das Vitaldatenmonitoring wird dazu führen, dass die Ärzte insbesondere in einer Akutsituation sehr schnell zu einer Diagnose kommen und dann auch den Bewohnern helfen können.